Ja, herzlich willkommen auf meinem kleinen Let's Play Zombie versus Pflanzen, also Pflanzen versus Zombies. Wisst ihr, was schon mal gut ist? Ich habe endlich mein Bandicam, habe ich jetzt registriert. Das bedeutet, ich kann jetzt 10 Stunden am Stück aufnehmen. Und jo, das freut mich sehr und ich wünsche mir und euch viel Erfolg in den 10 Stunden, die ich natürlich nicht machen werde. Aber ich brauche jetzt nicht mal auf die Uhr zu gucken. Und ich kann einfach aufnehmen, wie Schluss und Laune hab, wie lange, ist auch egal. Und ja, ich würde mal vorschlagen, wir fangen weiter an oder ja, wir spielen einfach weiter. So, Stabhochspringer und die ganzen Rammler, kann man sagen, und was nehmen wir denn alles? Ja, der ist zwar gut, aber braucht natürlich mehr Sonnenenergie, gell? Aber ich denke mal, ich werde sowieso mal alle ausprobieren. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Den werden wir mal später mal ausprobieren. Dann nehme ich das und das. Genau, und los geht's. So, jetzt wieder unsere Sonnenblumen. Erste. Ups, neue Sonnenenergie. So, das ist erstmal Piano und ich freue mich so sehr, dass ich jetzt wirklich so lange aufnehmen kann. Und es ist auch hier oben, es ist kein Bandicamp mehr, das ist jetzt alles ohne Werbung und ich freue mich wirklich. So, und da und dort und jetzt fangen wir mal da an. Genau, man kann ja wieder hier sehen, hier, zwei Wellen, die kommen und ja. Ah, schön. Auf derselben Line. So, ich würde mir erstmal vorschlagen, wir bauen erstmal so lange Sonnenblumen auf, bis der nächste kommt. Ja, da haben wir schon den nächsten. Den setzen wir dann hier hin. Dann geht's hier weiter. Also ich werde jetzt immer am Stück aufnehmen. Und dann nicht immer mich verabschieden, sondern ich nehme dann immer ein Stück auf. Jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Ich wollte ja eigentlich da den Frosty einsetzen, aber naja. Hey, das ist gut, genau. Da. Sieht zwar jetzt komisch aus, aber jo. So, jetzt haben wir schon mal auf jeder Fläche schon mal so eine kleine Verteidigung aufgebaut. So, dann fange ich hier mit an. Ich könnte eigentlich schon mal anfangen mit den Walnüsse. Man baut die einfach so hin, die Pflanzen. Ja, jetzt ist er schon tot. Also da, man sieht jetzt keine Struktur jetzt drin. Man sieht es ja. Sieht er jetzt, ich habe jetzt da mal ein bisschen was gebaut. Aber ich wollte jetzt euch mal alles mal so ein bisschen zeigen. Da ist, kommt der jetzt 150. So, jetzt mal gucken, ob der jetzt gefressen wird. Guck, schnapp. Und weg ist der Punkt. Das dauert halt, bei diesen Pflanzen ist es halt das Problem, das dauert immer so eine Zeit, bis die halt gefressen worden sind. Und, ich habe gar nicht mehr so viel aufgebaut, gell? Wenn ich mir überlege hier.
Guck, man sieht immer noch, er frisst immer noch den guten Bub. Und man muss sie am besten immer schützen. Weil, ja. Da sie ja doch sehr schnell sterben. Switch den mal wechseln. Und dafür den hinsetzen. So, jetzt ist schon der nächste bereit. Aber es kann gut sein, dass er jetzt drüber springt. Bin mir nicht sicher. Ja, guck, der Zucker fehlt. Ah ja. Mal schützen. Guck, man sieht es. Guck, der wird jetzt gefressen. Das ist halt der Nachteil, gell? An den Pflanzen. Haben die halt einmal was gefressen. Sieht übel aus. So, davon bauen wir eigentlich noch einen. So. Also jedes hat so ein bisschen seine Vor- und Nachteile und deswegen benutzt die eigentlich sehr selten. Nur mal zum Vorzeigen will ich das euch mal zu diesem zeigen. Der einzige Vorteil ist, ja, guck, die Aufladung von denen ist sehr gering. Box weg. Guck und weg. Deswegen setzen wir mal alles mal ein bisschen hin. Ja, das ist ja. Ich bin da wirklich offen und. So, der wird auf jeden Fall erstmal gesprengt. Bumm und weg. So, setze ich da noch einen hin. Da setze ich einen hin. Weil gleich kommt ja die letzte Welle. Und bis dahin möchte ich eigentlich schon meine Armee mit Pflanzen schon mal überall, ja, gedeckt haben mit den Pflanzen. Komm, aus optischen Gründen mach ich den auch noch weg. Und wie ich schon gesagt habe, ich benutze den nicht sehr gerne. Keine Mine mehr, weil die sind jetzt so gut wie tot. Ja. Ich bin was gespannt, was wir als nächstes bekommen. Ah, jetzt können wir zum ersten Mal. Nee, das geht durch so ein Dach oder? Ich weiß gar nicht. Genau, Großangriff. Ganze Zombies wieder. Wieder mit zwei Wellen. Genau, da sieht es wieder wie folgt aus. Man setzt sich da so eine Pflanzen hin. Da setzt man halt seine Verteidigung hin. Und, ach, guck mal, jetzt kommt der zum Beispiel, der mit zwei schießt. So. Nehmen wir mal die Verteidigung hin. Dahinter ist immer so eine Mine hin. Starlight einfach. Ne, gut. Na ja, gut. Das ist schon mal diese Verteidigung. Also man kann es so spielen, wie man möchte. Also da gibt es nichts Vorgaben, wie man das am besten macht. So, jetzt kommt der nächste hier hin. Und dann setze ich hier nochmal einen, damit er erstmal verlangsamt wird beim Fressen. Da setze ich einen hin. Weil die kriegen ja natürlich auch Schaden. Und ja. Man dann, ja, das ist man dann hier immer. So, dann setze ich da einen hin.